Hallo. So, wir sind jetzt hier an dem Ursprungsort, wo mein Hobby angefangen hat. Also ich habe euch ja immer erzählt, dass ich das Ganze jetzt schon 45 Jahre mache. Und vor 45 Jahren ist genau hier der Punkt, wo ich die zwei älteren Männer getroffen habe, die mit einem Minensuchgerät ausgestattet waren und hier über die Wiese liefen und ich nicht wusste, was sie gemacht haben. Und hier habe ich sie gefragt, was macht er denn hier? Ja, und da wurde mir gesagt, wir suchen nach dem Kleingeld der Leute, die hier auf der Liegewiese liegen, um dazu. Hier sind wir im Weinpecher Park, hier bin ich groß geworden. Viele meiner Freunde wohnen hier. Der Tadi hat hinter mir gewohnt, in diesem Häuserkomplex. Meine Großeltern vorne rechts. Und da vorne ist unser Sandkasten gewesen, da wo die freie Fläche ist. Da wo der weiße Baum jetzt steht, war unser Häuschen gewesen und die Tischtennisplatte. Und ja, hier habe ich viele schöne Jahre meiner Jugend verbracht und vor allem ja, hier mit meinem Hobby angefangen. So, aber dafür sind wir ja nicht hier, um euch zu zeigen, wo ich mein Hobby angefangen habe. Heute bin ich hier, um euch mal zu zeigen, den Unterschied oder euch zu zeigen, die Leistung vom Deus zum ORX. Und ich sagte euch ja immer, dass der ORX dieselbe Leistung hat wie der Deus, nur eben eine abgespeckte Software. Und wer eben nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ist mit dem ORX gut bedient. Zu den Tests haben wir heute, der Pino, der ist jetzt hinter der Kamera, der filmt mich jetzt, haben wir zweimal den Deus bei. Einmal den Deus mit der Serien 28er Spule, dann mit der HF 22.5. Dann an meinem Deus habe ich bei die 28er X35 und die 22.5er X35. Und wir werden heute dann mal zeigen, wie die Serienspule zu der X35 ist. Und wir werden euch die Leistung der beiden Detektorenarten ORX und Deus an einem Fundobjekt zeigen. Und wir haben jetzt hier eine Fläche ausgehoben mit dem Weitspaten von ungefähr, ja, würde ich mal sagen, 22 bis 25 cm, aber das bringe ich nach, weil ich habe das Zentimetermaß zu Hause liegen lassen, das werde ich euch zeigen. Wir haben ein 20 Cent Eurocent Stück genommen, so dass jeder diesen Test nachvollziehen kann. Ich werde euch nachher meine Einstellung sagen, mit welchem Programm ich Werksprogramm ich den Deus die Programme konfiguriere. Beim ORX werde ich das Deus Fast nehmen oder CoinDeep, mal sehen. Wir können auch beide Programme nehmen, aber wir werden identisch die Einstellungen zu dem Deus nehmen. Nur, ich muss euch sagen, der Deus hat natürlich Experteinstellungen, die dem ORX fehlen. Aber wir werden alles so einstellen, dass wir identisch zu beiden Geräten sind, so dass er auch die Leistung will. Und mehr dazu erfahrt ihr hinterher nach meinem Intro. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Also jetzt werde ich dir erstmal erklären, was ich für ein Programm nutze. Ich benutze ein selbst erstelltes Ackerprogramm für diesen Test hier. Und dieses Ackerprogramm habe ich mit dem Grundprogramm, was in der Software vom Deus implantiert ist, mit dem Werksprogramm HOT hergestellt. So. Und dieses haben wir dann auch auf dem Deus vom Pino eingestellt, sodass wir alle Programme gleich haben und auch annähernd auf dem ORX. Aber um euch das zu zeigen, kommt der Pino jetzt mal her und wir gehen mal die Einstellungen durch. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier das Ackerprogramm.
Hier unten rechts seht ihr die Ground Balance, die belassen wir so wie sie ist auf 90. Und jetzt werden wir erstmal ins Menü gehen, so dass ihr das seht. So, im Menü haben wir jetzt die Kilohertzzahl auf 15,2. Ich habe deswegen 15,2 gewählt, weil wir im Gegentest auch die HF-Spule testen wollen und diese ist jetzt auch auf 15,2 kHz, so dass wir beide Deos mit beiden Spulen identisch in der Kilohertzzahl haben. Dann haben wir in der Expert-Einstellung, da ihr das seht, 15,238. Die Eisenlautstärke haben wir auf 1, die Reaktionszeit auf 3. Im Expert-Modus haben wir den Bodenfilter auf 0 gesetzt. Die Auto-Response auf 4, im Expert auf 1. Den Notch, den haben wir von 0 bis 10 eingestellt. Warum? Ich erkläre es euch. Weil wir den Disc auf 2.0. So, das ist wie folgt. Wenn ihr den Disc, ich stelle den jetzt mal hoch, auf 2.1 setzt, ist der Eisenvorfilter wieder von dem Deus aktiviert und ihr verliert mitunter, je nach Größe, auf was für Münzen, die im Boden liegen, bis zu 5 cm. Und das könnt ihr mal glauben. Ab 2.0 ist er deaktiviert. Nach unten natürlich bleibt er auch deaktiviert. Den Notch deswegen auf 10, dass ihr praktischerweise den Disc damit überlistet. Ihr wollt ja nicht jetzt alle Objekte, ich sag jetzt mal im Eisenbereich bis 2 angezeigt. 10 ist so eine gesunde, ich sag mal, Mittelpunkt. Ihr müsst ja auch immer denken, wenn ihr auf Feldern suchen geht und ihr habt viele Objekte dicht bei dicht, die Mischsignale müsst ihr auch raushören können. Und wenn ihr zu hoch filtert, werden die verschluckt. Also deswegen diese Einstellung. So. Jetzt gehen wir hier wieder raus, das Ackerprogramm. Ich habe es extra auf dem Hufeisen belastet, um jetzt noch ein bisschen mehr Informationen oder wie auch immer rauszubekommen, ist natürlich die XY-Achse besser. Man kann viel besser den Fund interpretieren, was es ist, aber jetzt mal für hier, für alle Anfänger, um dass ihr auch die Leitwertanzeige seht. So, jetzt drehen wir uns um. Wir haben hier das Loch ausgegraben, was ich euch eben zu Anfang gezeigt habe. Jetzt zeige ich euch erstmal das nächste Licht hier. Ist so belassen. Jeder kann auch hinter den Test nachvollziehen. Und jetzt werden wir die 20 Cent einbringen. So, hier seht ihr, das sind 20 Cent. Und die werden wir natürlich parallel zum Boden einbringen. So wie ihr seht. So, jetzt werden wir den Grasbüschel draufsetzen und werden jetzt erstmal mit dem Deus von mir, hier habt ihr das Stöckchen zur ungefähr, ja, das kleine reicht einfach, so dass ihr wisst, wo ungefähr die 20 Cent liegen. So, jetzt mit dieser Einstellung, wie es ist, werden wir das euch jetzt mal zeigen. Ihr habt noch eine sehr klare Anzeige und die liegt bei 85 bis 87, so dass ihr das seht. Wir werden jetzt die HF-Spule nehmen, also einen Pinosein-Detektor, der ist genauso eingestellt. Das werden wir euch jetzt auch nochmal zeigen, dass keine Missverständnisse auftreten. Komm mal her, Pino. Schau mal hier. Hier werden wir jetzt erstmal unter Config deine Profile, das Profile ändern, von XY auf Hufeisen wechseln. So, jetzt sind wir hier, wir werden die Ground Balance manuell auf 90 hochsetzen. So, 90, so, jetzt gehen wir ins Menü. Sens 90, die Frequenz, wie ihr seht, 15,2. Eisenlautstärke auf 1, Reaktionszeit auf 3, den Bodenfilter, also im Expert auf 0, Autoresponse auf 4, Notch auf 10. So, und das war's. So, und jetzt werden wir dasselbe auch wieder an dem Loch
ausprobieren und gucken. Und ihr habt hier auch eine ganz klare Anzeige von 90 bis 93. So, jetzt haben wir auf das Gestänge von mir, wo eben der Deus drauf war, die ORX-Fernbedienung genommen. Und wir haben auch dieselbe 22,5er Spule, und das ist ja wichtig euch zu zeigen wegen der Leistung. Es ist dieselbe Spule, nur auf der ORX-Fernbedienung. So, wir haben die Ground Balance auf 90 gesetzt, die haben wir manuell eingestellt, die macht ihr über Plus und Minus, könnt ihr die versetzen. Jetzt gehen wir ins Menü, den Sens auf 90, die Frequenz auf 15,2, den Eisenton on, weil wir haben ja auch den Eisenton beim Deus auf 1, die Reaktionszeit auf 3 und den Disc, wie gesagt, auf 2. Der Unterschied jetzt zur Deus-Fernbedienung oder auch zur Software ist eben die Unterprogramme, die Expertprogramme. Aber von der Leistung ist es dasselbe. Wir haben jetzt für den Test das Coin Fast Programm genommen, was im ORX als Werksprogramm drin ist. Dieses könnt ihr ja abändern und dieses könnt ihr dann unter den ersten zwei Plätzen dann abspeichern. Es gibt nur zwei Speicherplätze beim ORX, aber mehr braucht man eigentlich nicht. Es geht ja einfach nur um die Leistung, und das Gerät, das kostet ja eben nur einen Bruchteil zum Deus hin. So, und jetzt werden wir wieder zur selben Stelle gehen, zu dem 20 Cent Stück, was hier liegt. Hier seht ihr ja das Holzstück, und jetzt seht ihr, wie das Anzeigeverhalten ist. Wir haben dasselbe Anzeigeverhalten wie beim Deus mit einer Anzeige von 85. Pino, komm noch mal her, dass wir den Leuten das auch zeigen. So, jetzt ist 90, 78. '87, '82, '79. Aber eine konstante Anzeige wie beim Deus. Jetzt habt ihr schon mal gesehen, dass beide Spulen oder vielmehr beide Geräte mit derselben Spule selbe Anzeigeverhalten bei derselben Tiefenleistung haben. So, und auch zu der HF, dass ihr das seht, dass da wirklich kein Unterschied besteht durch Laufruhe oder vielleicht bessere Anzeige, wie auch immer. So, jetzt werden wir natürlich hingehen, um das Ganze interessanter zu machen. Jetzt gehen wir natürlich an das Loch dran. Wie gesagt, ich werde hinterher die Maßangaben noch nachreichen, nachmessen. Ich werde das im Bild dann euch zeigen, wie viel Zentimeter das Spatenblatt hat. Aber wir werden jetzt noch mal gut und gerne, sag ich mal, 3 cm ausheben. Und dann zeigen wir euch das, dass es auch 3 cm tiefer ist als wie vorher. Und wir werden den Test dann wiederholen mit allen 3 Detektoren, bis wir an der Grenze rankommen, wo dann alle Detektoren entweder gleich sind oder einer besser oder schlechter ist. Und das zeigen wir euch jetzt gleich. Bis nachher. So, wir haben jetzt das Loch nochmal um 3 cm vertiefert. Das werden wir euch nach dem Ganzen auch zeigen. Wir haben es jetzt wieder eingebracht. Wir sind also wirklich an die Maximalgrenze der 22,5er Spule rangegangen. Und dass ihr das jetzt seht, wir werden jetzt mit dem ORX weitermachen. Nachher stecke ich wieder die Deus-Fernbedienung ein, aber zum Vergleich 22,5er X35 ORX zur 22,5er HF Deus wollen wir euch zeigen, wie das Anzeigeverhalten ist. Dazu kommt der Pino jetzt mal hier vorhin. So, ich zeige jetzt hier mal auf das Stöckchen, was wir eben hingelegt haben, so dass das so ist, dieselbe Einstellung. Und wir sind wirklich an der Grenze hier. Ihr seht, ich meine, jetzt würde jetzt keiner da graben, aber es ging ja darum, um die Maximalleistung rauszukitzeln. Jetzt haben wir hier die Maximalleistung für den ORX erreicht.
Und dass ihr jetzt seht, dass das auch kein Unterschied ist zum Deus hin, wird der Pino, oder ich werde jetzt mit dem Pino sein Gerät auch darüber schwenken. Pino bleibt mal hier, ich würde jetzt den Deus wieder nehmen. So, jetzt haben wir den Deus wieder, der dieselbe Einstellung hat wie der ORX, nur mit der HF-Spur, so dass ihr das seht. Hier ist zwar der Ton etwas knackiger, aber letztendlich auch an der Grenze. Jetzt werden wir noch mal meinen Deus nehmen mit der 22.5er X35 und werden Pino seinen Detektor mal beiseite legen, so dass er das sieht. Ich schmeiß mich jetzt gleich zurück. So, jetzt habe ich wieder die Deus-Fernbedienung zur selben Spule da drauf und wir gehen jetzt an die Maximalleistung. Wie ihr sehen könnt, wird mir jetzt das Objekt die 20 Cent mit 93 bis 95 angezeigt. So dass ihr seht. Jetzt haben wir hier die Maximalleistung aller drei Spulen. Also alle drei Detektoren oder ich sag jetzt mal beide Deus plus der ORX liegen nah aneinander. Vielleicht ist beim ORX, ja, ich sag mal, Mühe, die Leistung vielleicht etwas oder an der Spule schwächer, aber das ist wirklich ganz minimal. Das ist also, wenn man rechnet, der Deus, der kostet 1300 Euro und der ORX 700 Euro, das sind 500 Euro Unterschied, ist das also nicht viel. Aber ihr habt fast ein identisches Gerät, sage ich mal, zu dem Ganzen. Jetzt werden wir das Ganze nur noch mal mit den 28er Spulen testen, ob diese jetzt auf die Maximaltiefe der 22.5er erheblich gesteigert wird. Was ich jetzt wiederum nicht glaube. Also die Leistungen, die sind wirklich, ihr könnt mir das glauben, ich gehe schon jahrelang, auch wenn eine Spule größeren Durchmesser hat, ist meistens die Flächenabdeckung im Vordergrund. Die Tiefe ist wirklich sehr minimal. Vielleicht bewegen wir uns hier mit der 28er im 1 bis 2 cm Bereich, wo sie vielleicht eine bessere Leistung haben. Aber das werden wir jetzt gleich sehen von der von dem Anzeigeverhalten und wir werden dann natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, um zu gucken, ob es so ist oder nicht so ist. Und darum melden wir uns gleich wieder. So. Und jetzt kommt das, was ich euch immer gesagt habe. Es mag sein, wenn irgendwo ein Hort liegt, dass eine große Spule natürlich dann auch tiefer anzeigt. Aber beim Deus ist es so, und bei auch vielen anderen Detektoren, es wird immer gesagt, hat die größere Spule eine schlechtere Kleinteilempfindlichkeit? Oder geht die größere Spule tiefer? Nein, das sagt er euch ja immer, oder so ist das auch mein Ansicht, also was jetzt jeder von euch selber denkt, ist ihm überlassen, aber ich kann euch nur immer das mitteilen, was ich auch in jahrelanger Sucherfahrung habe. Eine große Spule hat eben eine bessere Flächenabdeckung. Ist klar, weil sie ja größer ist. Aber die Leistung ist identisch. Ihr seht ja, es sind immer noch die 20 Cent im Boden, immer noch dieselbe Stelle, selbe Einstellung. Jetzt haben wir hier die X35, 28er drauf. Und ihr werdet jetzt auch sehen, ihr könnt ja auch hinter in dem Video hin und her switchen und euch die Anzeigeverhalten ansehen. Jetzt gehen wir hier mit der 28er drüber. Jeder würde jetzt denken, jetzt müsste die Münze ja mit einem Knallersignal reinkommen. Und wenn ihr jetzt genau hinhört und auch guckt, die Anzeige ist jetzt auf 90, 93, 92, wo ihr seht, aber der Ton und die Lautstärke des Ganzen ist identisch dazu. Jetzt werden wir aber nochmal den Vergleich 28 X35 zur 28er Serie gehen. Da werdet ihr auch sehen, dass der Unterschied fast gleich ist. Der einzige Vorteil bei der 28 X35 ist, dass ihr dort die Frequenzen nochmal mehrfach unterteilen könnt gegenüber der Serie. Dadurch habt ihr einen Vorteil, ihr könnt statt mit 4 kHz auch auf 3,7 kHz gehen.
Das ist um wieder interessant, wenn ihr wirklich in Gebieten seid, wo ihr eventuell einen Hort erwartet oder wenn ihr jetzt, sag ich mal, auf Mittelaltersuche seid oder nach gusseisernen Kanonenkugeln, da ist das Quäntchen mehr Tiefe drin. Durch eine andere Kilohertzzahl, die ihr vielleicht dann was tiefer stellen könnt als wie der Kollege mit der anderen. Aber das ist wirklich so minimal, wie es nur ist. So, und jetzt werden wir den anderen Detektor nehmen, so dass ihr das seht. Wieder mit derselben Einstellung, 28er Serie und dann wieder das Ganze hier. So, hier habt ihr jetzt 94 die Anzeige, aber auch der Ton ist ein bisschen vielleicht schwächer, aber letztendlich auch die Anzeige noch dort, wo sie ist, mit Ton und mit Signalstärke. So, um das Ganze jetzt auf die Spitze zu treiben, werden wir jetzt nochmal die Münze rausholen. Wir bleiben jetzt direkt dabei, dass ihr seht, dann werden wir auch direkt die Tiefe nochmal festhalten und werden das Ganze jetzt nochmal ein Stück tiefer einholen. Ich lege jetzt mal den Detektor beiseite. Wir werden das Ganze mal hier rausholen. Na, komm raus. Den Pinpointer nehmen, um zu gucken, ob er draußen ist. Hier sind die 20 Cent. So, und jetzt können wir gucken. Komm mal her, Pino, dass ihr seht, hier ist der Boden. Hier ist der Spaten. Das sind ungefähr 3 cm zu dem vorigen. Also, dass ihr seht, das ist die Maximum. Und jetzt werden wir natürlich noch ein Stück tiefer gehen. Aber dazu gleich mehr. So. Wir haben das Loch jetzt noch mal 2 cm und das können mal knappe 2 cm, das können auch nur 1,5 cm sein. Also auf die 5 mm möchte ich mich jetzt nicht einlassen. So, und das ist jetzt wirklich die Maximalgrenze der 28er Spule. Also ihr könnt euch jetzt hier vorstellen, 3, sagen wir mal 4 cm auf die Spatenlänge drauf, also auf das Spatenblatt drauf. Das würde ich euch dann hinterher nachliefern, wie viel das ist. Und ich werde es euch jetzt erstmal im offenen Zustand demonstrieren, dass das jetzt schon mal die Maximalgrenze ist. Wird damit 98 angezeigt? Hier wird kaum einer graben. Wäre ja vermessen zu sagen, man würde graben jetzt. Aber so, dass ihr seht, dass das die Maximalgrenze der 28er ist. So, jetzt werden wir nochmal meine nehmen. Wir werden jetzt natürlich jetzt erstmal wieder alles drauf machen. Den Sand, so wie es zu ist. Aber das ist die Maximalgrenze. Und mehr geht nicht. So. Und ihr müsst bedenken, wir haben hier einen sehr trockenen Boden, wie ihr seht. Der ist schon fast sandig. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, wir werden jetzt noch mal einen Pino seinen Detektor nehmen. Hier ist die Stelle, so dass ihr das seht. Achtet immer auf das kleine Holzkreuz, was ich da hin gemacht habe. So, und jetzt wollen wir gucken. Ihr habt zwar einen Ton, ja, ein bisschen Anzeige noch, aber das ist wirklich 98 und ihr seid an der maximalen Grenze. So, jetzt werden wir nochmal den Deus mit der 28x35 nehmen, also meinen, und euch das zeigen. Und danach werden wir den ORX draufstecken auf meinen.
Hier ist auch die Grenze. Ja, ich glaube, wir stören uns. Ich muss den einen ein bisschen weiter weg tun. So. Jetzt haben wir nämlich hier, wir haben ja die Detektoren so eingestellt, dass wir alle mit derselben Frequenz. Hier seht ihr, hier würde keiner mehr graben eigentlich. Ist noch ein ganz leichter Ton da. Mal gucken, anders. So, das war es eigentlich. Wieder auf die 28X35, die zuvor bei mir am Deos-Fernbedienung war, den Ohr-X dran. Wieder mit denselben Einstellungen, fast identisch zum Deos. Und da ihr jetzt seht, hier ist ja der Ton, wo ich sage, sogar besser als beim Deos. Ihr hört es ja selber. Hab hier aber leider, ja doch, eine schwache Anzeige von 95. Und damit ist das bewiesen, was ich immer sage, die Leistung vom ORX ist identisch zum Deos. Nur, da habt ihr jetzt eben weniger Unterprogramme. Die Software ist ein bisschen von dem ORX abgespeckt. Aber ansonsten, die Leistung ist dieselbe. Also, ihr seht ja selber hier an dem Vergleich. Und den Vergleich kann jeder eigentlich mit seinem Kumpel, der jetzt einen Deos hat, und einer, der ein ORX hat, nachstellen. So, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ihr habt jetzt alle Vergleiche. Das sind ja nur, ich sag mal, normale Tests. Das ist nichts mit dem realen zu vergleichen. Aber ihr seht, dass die Leistung beider Geräte, des Deos und des ORX, fast identisch sind. Und ihr könnt, wenn ihr wirklich nur auf dem Acker suchen geht, wirklich viel Geld sparen, wenn ihr euch nur den ORX sucht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt hier an dieser Stelle bei meinem Sponsor Jochen Reifenrad abenteuer-schatzsuche.de bedanken für das Sponsoring. Und wenn ihr Interesse an XP-Geräten habt, könnt ihr euch beim Jochen melden. Er ist Generalimporteur und er hat da eine Top-Beratung in dem Hause abenteuer-schatzsuche.de. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr könnt da ein bisschen raus Rückschlüsse auf eure Detektoren ziehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liken und teilen würdet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten. Also bis dann, euer Markus.